Von diesem Projekt bin ich begeistert, da wir ja praktisch die Entwicklungsgeschichte von Anfang an mitbekommen haben. Das Good Hope Center bzw. der Good Hope Förderverein war das erste Projekt, was wir mit der Udo Lindenberg Stiftung damals unterstützt haben. Was hier mit dem Geld passiert ist und mit dem Geld von der Stiftung und vielen anderen ist faszinierend. Also ich finde es toll, wie hier zusammengearbeitet wurde zwischen den Holländern und den Deutschen und dann aber auch Einheimische eingebunden wurden, die das hier alles aufgebaut haben. Also ich denke, man kann als Good Hope Förderverein darauf sehr stolz sein und ein bisschen sind wir es als Stiftung natürlich auch. Ein wesentlicher Punkt, der uns immer weitergeholfen hat, ist einfach die Tatsache, dass von jedem Cent, den wir einnehmen, jeder Cent auch zu 100% hier unten ankommt. Es geht nichts in den Eigenverbrauch. Wenn wir hier unten sind, um unsere Arbeit zu tun, finanzieren wir es aus eigener Tasche. Wir können nur jedem, der uns hilft, die Gewissheit geben, dass jeder Cent, der uns zugutekommt, den Kindern hier unten zugutekommt. We'll be right back.
bin total überwältigt von den Emotionen, die mich hier überfahren. Wir haben vor 2 Jahren hier auf einem leeren Grundstück gestanden. Heute stehen wir hier bei der Einweihung, sehen, dass glückliche Menschen um uns rum sind, die alle durch die Arbeit unseres Vereins und vor allen Dingen durch die Hilfe unserer Förderer eine sichere Zukunft bekommen.